So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir sind jetzt auf dem Weg gerade zu einem... Jo, alles explodiert, okay. Zu einem neuen U-Boot. Zu dem U-Boot Nummer 2. Ich kann gerade nicht sehr viel sehen. Sagt Fitzcarraldo, wir haben sein Boot entdeckt. Verrückt, so ein fettes Teil, so weit flussaufwärts. Hat deine Mutter auch gesagt. Gott, war der schlecht. Ja, das stimmt. Der war wirklich schlecht. Gut, dann schauen wir mal. Drohne fliegt. Was wir hier alles haben. Wagen mit montierter Waffe. Was, eine montierte Waffe? Oh Gott. Okay, der war auch schlecht. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Noch ein dritter. So. Hier ist so Karten kann man besser sehen. Ich sehe einen Scharfschützen. Ja, zwei Scharfschützen da oben. Ist nicht ganz so gut. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Hier drüben sind auch welche. Ja, aber das ist... Okay, ich dachte, die wären auf dem Hügel, deswegen. Okay, die zwei Scharfschützen wären interessant. Aber die anderen sind, glaube ich... Hier ist ein Drogen-U-Boot zum Hochjagen. Bleibt auf der Hut. Ziel gesichtet. Okay. Alles okay. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin und schalten die aus. Na, dann müssen wir sogar doch den zuerst ausschalten, weil sonst kommen wir hier nicht hoch. Beziehungsweise anders kommen wir hier nicht hoch. Oh. Okay, das war schon mal gut. Und wenn wir hier oben sind, dann haben wir eine gute Reichweite. Oder Übersicht. Oder beides. Aber erstmal müssen wir die beiden töten. Sehr schön. Okay. Hoffentlich erschaffen wir das jetzt in einen Streich. Ohne dass die in Alarmbereitschaft gehen. Also Alarmbereitschaft, also ohne dass die Alarm schlagen. So. Mal schauen, wo der noch... ich hoffe, er geht nicht zu dem. Weil da liegt ja jetzt noch die Leiche, ne? Ah, ne, tut's nicht. Okay. Dann ist ja alles klar. Hm?
Und jetzt gehen wir zu dem Geschütz und baller alles nieder. Nein, Spaß. Oh nein. Der geht da hoch, oder? Nee, okay. So gehen die gleichzeitig, das ist ein bisschen ärgerlich. Geh in Position. Ziel markiert. Tango ist tot. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann warten wir noch ein bisschen. Und holen uns auch den. Und dann kommt der bestimmt auch gleich. Oh, oh, der kommt hoch. Der kommt hoch. Tatsächlich. Ja, der andere ist noch auf der Brücke. Ich finde es immer so lustig, dass die nicht checken, dass irgendwie gerade niemand da ist. Weil den hätte ich eigentlich auch umschlagen können. Das ist echt cool, dass die einzeln hier rüberkommen. Das ist echt easy. Und da kommt auch schon der nächste. Und da. Wieso wird. Achso, das ist der. Ah. Das ist der Rebell, ne? Für den wir arbeiten. So, nicht für den wir arbeiten, aber. Also, ihr wisst. Mit dem wir zusammenarbeiten, so. Okay, die gehen wieder zurück. Schade. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal viel gemacht. Okay, es ist alles gut. Ja, das war ein bisschen unvorsichtig, aber an sich, warum nicht? Ja, der hat die Leiche gesehen. Die sind zu zweit da oben. Das Problem ist, wenn ich den jetzt töte und der das irgendwie sieht, dann gibt's Alarm. Deswegen werde ich das jetzt mal nicht machen. Und hier, die beiden sind zu nah beieinander. Ich wollte eigentlich mich hinknien. Ja, aber sie ist aufgestanden. Weh, die sehen mich hier. Das wäre ein bisschen unlasch. Das ist immer so bescheuert.
Surprise, mein Afrika. so ist es gerade echt cool. Aber wie gesagt, ich darf nicht, zu sicher werden. Weil sonst schieße ich irgendwie daneben und dann, ja, haben wir den Salat. So, dann schwimme ich mal darüber. Das klappt gerade sehr überraschend gut. Shit, wir haben Gesellschaft. Ach so. War das geil oder war sauber. Das geil? Seid ihr okay? Das war mega gut. Jetzt muss ich nur schauen. Wo es darüber geht. Viel kann ich nun auch nicht erkennen. So. Oh, du. Du klasse Lady, du. Kannst du hier hoch? Natürlich nicht. Aber zum Glück ist hier nicht. Sehr schön. So, na dann. Granate fliegt. Nehmt das. U-Boot zerstört. Verschwinden wir von hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Dann würde ich sagen, gehen wir dahin. Wichtige Aufklärungsdatei. Klingt doch wichtig. Okay. Gut, das war mal was, was erfolgreich ist. Ach, hier geht's hier hoch. Ja, okay. Ja, cool. So, dann gehen wir noch mal kurz darüber. Irgendwie gehen wir darüber. So nicht. Wie geht's hier hoch? Kann ich hier. Nee, hier ist eine Alpha-Wand. Hier auch. Ach, come on. Vor allem hier, wenn ich hier jetzt hingehe, dann kann ich von da nicht. Und da kann ich nicht weg. Na gut, dann gehen wir mal ganz woanders hin. So. Gut. Wie, du bist von hier? Wie bist du von da hochgekommen? Du Schummler. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Diese Schummler immer. Gut. Dann 800 Meter geradeaus, das können wir schnell zu Fuß machen. Da ist ja eine Stadt dann. Ja. Na gut, wir müssen nochmal schwimmen. Komm, ein bisschen Erfrischung hier. Oh. Und da ist eine fette Felswand.
Ja, super. Ah, da drüben geht's wahrscheinlich weiter. Ah, und es regnet. Sehr schön. Dann werden wir auch nicht krank. Die ganze Zeit ins kalte Wasser und wieder raus und dann Regen und Wind. Und wir rennen und sobald wir aufhören zu rennen, fangen wir an zu zittern und dann schießen wir daneben. Ja, Unidad. Scharfschütze im Turm. Und die Drohne ist oben. So wie ich es sehe, ist das da, wo wir rein müssen. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Super, da ist Tango Nummer 3. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Alarm. Scharfschütze im Turm. Da ist noch einer drin, aber das ist wurscht. Wagen mit montierter Waffe. Waffe. Hier, da ist glaube ich nur einer drin. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Gut, dann würde ich mal sagen, wir uns die Scharfschützen erst. Auf 140 Meter ist es ja auch nicht so wild. 280 Meter ist da schon was anderes. Ich würde zuerst gerne den Alarm ausschalten. Das würde ich sehr gerne. Ich weiß gerade nicht, ob der geschützt ist oder nicht. Also ob vor ihm noch was ist oder nicht. Ich sehe einen Unidad-Soldaten. Ich sehe niemanden. Beim Lagereingang. Wo ist nochmal der Alarm? Ist aus. 340. Gut, 340 Meter. Let's do it. Das Blöde ist halt, diese Querstreben, wenn ich da eine Querstrebe treffe, ist er gewarnt und alles ist vorbei. Warte, ich mach mal so. Weil da kann man ja sehen, ob ich ihn treffe oder nicht. Warte. Was machst du? Ziel eliminiert. War ich das? War ich das oder nicht? Hm. Das muss ich mir dann noch anschauen. Oh, der schläft mir. Okay. Gut. So. Das heißt, jetzt werden wir erstmal hier das Ausrufezeichen holen. Machen wir mal frei. So. Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Schalten wir sie ab. So. Hier ist noch was. Hier, ja. Werd mich mal ein bisschen beeilen.
weil es wird, glaube ich, gerade wieder Tag. Es wird, glaube ich, hey, Soldat mit einer Maschinenpistole im Bunker. Tag. Aber die leben ja noch. Also ich meine, einmal auf den Bauch schlagen ist ja nicht tödlich. Einmal auf den Bauch schlagen, da bekommen die Bauchweh. Und müssen dann wahrscheinlich auch quälen. Und das war's. Ein Soldaten ist allein. Sag mir wo? Im Innern des Bunkers. Gut. Leise. Okay. Haben wir geschafft. Hier ist ein Kartellorden. Der Verlust wird einem armen Strolch das Herz brechen. Okay, und hier ist die Info. Ich hab hier was. Demnach hat El Cerebro eine Werkstatt in einem Lagerhaus einer... Aha, da müssen wir ja hin. Kartellbasis, nicht weit von hier. Ob er da auch die Drogenboote baut? Ohne Wasser in der Nähe. Da muss doch noch mehr sein. Wir müssen wohl hingehen und es rausfinden. Ah, the youngest high school graduate in America is Mexican. Ein alter Zeitungsbericht über El Cerebros High School Abschluss im Alter von 13 Jahren. Patricio El Cerebro Mendez wurde in Mexiko in einfachen Verhältnissen geboren. Er zeigte schon in jungen Jahren außergewöhnliche akademische Fähigkeiten. Über ihre Gesellschaft, half Nidia Flores. Ihm ein Visum für sie überzeugte Suenio, ihn zu einem Buchhorn zu machen, als er sein Studium beendet hatte. Aha. Okay. Gut, da oben ist noch ein Ausrufezeichen. So, es ist jetzt Tag, das heißt, wir müssen uns beeilen. So, jetzt haben wir aber auch alles, was. Hier ist die Route eines Kartellversorgungshelis. Wir sollten ihn übernehmen und den Rebellen überlassen. An die Arbeit! Sollten wir das? Oder sollen wir nicht? So, jetzt sind alle wach. Ich gehe einfach wieder genau da wieder raus, wo ich reingekommen bin. Okay. Gut, dann joggen wir mal ein bisschen. Und sind weg. Bye bye. So. Das hat doch mal auch gut geklappt. Was ist denn los? Dann kappern wir mal den Helikopter, der halb in der Erde ist.
Und helikopieren mal dahinter. Ja, wir Wir machen haben die erstmal das Koordinaten da. von einem Lagerhaus, wo El Ja, da. Cerebro die meisten seiner Hightech-Entwürfe Ziemlich erstellt. viele Lichter Okay, und Schalter. Beschaffen Sie von dort Infos und fackeln Sie den Rest ab. Gut, dann bin ich mal sehr gespannt, was er für ein Geheimprojekt gemacht hat. Wir haben jetzt einen Kampfhubschrauber. Gut, aber das werden wir erst in der nächsten. Schon wieder was explodiert, einfach so. Ist echt ein Pulverfass hier. Gut, das werden wir aber wieder in der nächsten Folge erst herausfinden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye.